Seit nunmehr 20 Jahren ist die Sanus AG als innovativer Immobilienentwickler am Standort Berlin aktiv. Das Unternehmen gestaltet qualitätsvolle Wohn- und Geschäftsimmobilien und hat in vielen Bezirken die Quartiersentwicklung entscheidend mitgeprägt. Dabei war das Unternehmen stets der Historie verpflichtet und hat in Abstimmung mit Stadtentwicklung und Denkmalpflege wahre Kleinode im Stadtbild geschaffen. Und das mit Nachhaltigkeit, denn seit seiner Gründung vor 20 Jahren sind insgesamt über 5000 Wohneinheiten und 24 Quartiere realisiert worden. Wie beispielsweise hier in Charlottenburg an der Seesener Straße. Dort, wo einst eine unansehnliche Baulücke klaffte, entstanden unweit des Kurfürstendamms 117 bezahlbare Wohnungen auf rund 16.000 Quadratmetern Wohnfläche. Geschaffen vom innovativen Gründer und Inhaber der Sanus AG, Siegfried Nils. Wir kennen uns sehr gut aus in den Mikrolagen Berlins, ja. Und dadurch sehen wir natürlich immer so ein bisschen den Wohnbedarf der Menschen von morgen und übermorgen. Und daraus versuchen wir unsere Schlüsse zu ziehen und erwerben mit den entsprechenden Grundstücken, entsprechenden Stadtteilen Grundstücke. Und durch unsere Vision, die wir dort haben, bilden wir entsprechend Gewerbe und Wohnen aus. Die Sanus AG ist ein Projektentwickler, der Visionen umsetzt. Oftmals unkonventionell, aber mit Sicherheit am Ende idyllisch schön. Siegfried Nils bringt Projekte voran, die Weitsicht haben und Menschen ein Zuhause geben. So auch auf dem Gelände des alten Reichspostverteilzentrums an der Scharnhorststraße in Mitte. Ja, an der Ecke gab es, also als ich das erworben habe damals, eine Kneipe, die gibt es heute noch, die nannte sich Am Ende der Welt. Und so sah es ja auch aus. Ja, wir haben dann zunächst mal etwas zugewartet, bis sich die Entwicklung etwas besser dargestellt hat. Wir haben hier dann einen Wohnungsbau geplant, der sich darauf bezieht. Ich weiß, ich bin dann sehr oft in Italien und in der Toskana, in Florenz oder so. Dann sieht man sehr schön auf den Hinterhöfen, sag mal, sehr enge Höfe, wo die Menschen wohnen und es trotzdem ein unheimlich charmantes Wohnen. Aus Brachland einen lebendigen Ort zaubern. Das zeigt sich gerade auch hier in Friedrichshain an der Rigaer Straße. Im dicht bewohnten Szene-Kiez hat die Sanus AG hier Wohnraum geschaffen und das zu bezahlbaren Preisen. Wir haben ja also mit dem Bauamt gemeinsam eine Entwicklung gemacht, dass wir hier über eine meanderförmige Bauform fast 12.000 Quadratmeter Mietwohnungsbau geschaffen haben. Ja. Und hier ist halt ganz wichtig, dass der eben auch bezahlbar ist im Bezirk. Das heißt, dass dieser hippe Bezirk Friedrichshain, wie er heute ist, den muss man damals natürlich erstmal vorhersehen, dass das mal so kommt. Aber heute ist er ein hipper Bezirk und diese 155 Wohnungen, die hier entstanden sind, helfen natürlich auch bei der Aufwertung des Bezirks sehr. Die Sanus AG und ihr Gründer Siegfried Nils, ein erfolgreiches Immobilienunternehmen mit einem klaren Schwerpunkt, Weitsicht und Kreativität. Menschen wie Siegfried Nils haben maßgeblich dazu beigetragen, Berlin zu internationalem Ruf als hippe, lebenswerte und grüne Metropole zu bringen. Dafür werden sich Nils und die Sanus AG auch in Zukunft weiter einsetzen.